Hast du auch einen ganzen Pack voll Patches und weißt nicht immer ganz genau wohin? Das ist eine Lösung. Und wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survivor Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Patches. Und da hat man ja oft das Problem, dass man gar nicht weiß, wenn man eine richtig schöne Sammlung hat, wo man die überall draufgeben soll. Und ja, ich habe jetzt hier eine Lösung, nämlich von der Firma One Tigris. Ich habe dieses Teil schon seit Dezember 2018 und habe das immer hängen gehabt und habe mir jetzt gedacht, jetzt reden wir mal drüber und mag es dir vorstellen. Ich meine, ich habe jetzt hier eine kleine Auswahl von unterschiedlichen Patches, zum Beispiel den Fritz Meinecke Patch oder den Reini Rossmann Instructor Patch oder den Bushcrafter Patch. Ja, die zwei kriegst du zum Beispiel bei mir, aber das andere sind natürlich gekaufte, die ich natürlich, weil ich meine eigenen Patches rausgebracht habe, als Konkurrenzforschung auch mit gekauft habe, um zu schauen, wie die anderen aufgebaut sind und welche Qualität die haben. Also da gibt es jetzt unterschiedliche, ich will jetzt gar nicht über die Patches sprechen, aber du hast mit diesem Ding jetzt folgende Möglichkeit. Die eine Möglichkeit ist, da gibt es an jeder Seite so kleine Löcher, an allen vier Ecken, und du kannst das an die Wand aufmachen oder an die Tür draufhängen, habe ich schon alles gesehen, ja, das geht. Oder es sind hier drei Nahtstellen gemacht und du könntest jetzt deine Patches so in dieser Art und Weise irgendwo hinlegen und wenn du Sehnsucht hast und du sagst, ich muss mir das jetzt meine Patches anschauen, sonst der Tag war so schlimm, alle waren so gemein zu mir, da nimmst du deine Patches und sagst, oh, aber ihr seid lieb zu mir, so nach diesem Motto, da stelle ich mir das jetzt vor. Genau, und das ist der Punkt, also das kannst du damit tun. Die Verarbeitung ist, wie ich sie von One Tigris kenne, obwohl es ein China-Produkt ist, ist top. Die ist wirklich, wahrlich top. Und ich habe hier hinten auf meinem Molleteppich, gebe ich da übrigens auch den Link zu mir in den Shop, unterschiedliche One Tigris Produkte. Hier zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht so toll, das ist ein Flaschenhalter und ich habe ein paar so Tech-Pouches sozusagen und eine Tasche. Und One Tigris kann ich da empfehlen, weil wenn du dir jetzt die Verarbeitung so anschaust, dann wirst du sehen, dass die sehr, sehr gut ist. Das hier, das war meine Katze, ja, das war die Katze, ja, das war nicht One Tigris selber. Das ist, ich habe da schon schlimmere Sachen gesehen, auch bei sogenannten Qualitäts- und Markenhersteller, da wo das nicht so schön vernäht war, wie bei One Tigris. Ich habe mir das auf Amazon gekauft, ich gebe da unten den Link, schau dir das ganz einfach an und ja, das ist eine Möglichkeit, Patches aufzubewahren. Und jetzt mag ich dich fragen, wie du deine Patches aufbewahrst. Hast du überhaupt welche? Findest du das? Oder sagst du, ja, ich habe Patches und schreib mal unten einen Kommentar, wie du das tust. Ja, Link zu den Produkten und natürlich auch Eigenwerbung zu meinen Patches kriegst du da unten. Das ist eh ganz klar. Ich sag danke fürs Dabeisein. Daumen nach oben, Abo, paar andere Videos zum Anschauen. Schön, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann und bis bald. Ciao.